Sie sind hier, 19. September 2018, 17.47 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Peter Gojovcik gewann das Turnier in Metz im vergangenen Jahr. Urheberrecht Getty Images. Peter Gojovcik unterliegt beim ATP-Turnier in Metz einem Top-20-Spieler. Der Sieger des Vorjahres wird jetzt in der Weltrangliste zurückfallen. Titelverteidiger Peter Gojovcik ist beim ATP-Turnier in Metz im Achtelfinale ausgeschieden und wird am kommenden Montag wieder aus den Top 50 der Weltrangliste herausfallen. Der 29-Jährige unterlag dem topgesetzten Japaner Kai Nishikori nach 1:36 mit 6:7, 4:7, 3:6. Nach ausgeglichenem ersten Satz gab Gojovcik vor dem Turnier an der Mosel die Nummer 45 der Welt im zweiten Durchgang gleich sein erstes Aufschlagspiel an den US Open-Halbfinalisten ab. Dem Postwendenden-Rebreak folgte sogleich der erneute Aufschlagverlust Gojovciks, der damit im ersten Duell mit dem Weltranglisten-12. Den kürzeren zog. DATENCENTER, Ergebnisse aus Metz, Maden und Bachinger noch im Turnier. Damit sind nur noch zwei Deutsche bei der mit 561.345 Euro dotierten Hallenkonkurrenz im Osten Frankreichs vertreten. Lucky Loser Yannick Maden trifft am Donnerstag in seinem Achtelfinale auf den französischen Davis Cup-Spieler Benoît Paire. Qualifikant Matthias Bachinger bekommt es mit dem an Position 3 gesetzten Lokalmatador Lucas Poirier zu tun. Von Sportinformationsdienst.